Willkommen zu unserer heutigen Coffee Lecture. Heute geht es um die Statis bzw. das Statistische Bundesamt. Die Begriffe werden synonym verwendet mittlerweile. Das Statistische Bundesamt kennen vielleicht einige schon. Da wollen wir heute einfach mal zeigen, was die so bieten. Die bieten nämlich sehr viel mehr, als man so denkt. Ich teile dafür als erstes mal meinen Bildschirm. Und wir starten direkt mal auf unserer Homepage. Wie immer gehen wir über unsere ELIP, hier über die Suche. Und wir gehen jetzt zu der Homepage vom Statistischen Bundesamt. Und dann erzählen wir ein bisschen mehr darüber. Wir verwenden den Kurznamen DSTATIS. DSTATIS steht für Deutsches Statistik-Informationssystem. Ist jetzt im Grunde der modernere Name dafür. Und wir grenzen hier ein bei den Filtermöglichkeiten auf Datenbanken. Wir sehen jetzt, es gibt zwei Treffer. Das ist auch richtig so. Zum einen gibt es den Treffer Genesis und einmal den Treffer direkt bei DSTATIS. Genesis ist die zu DSTATIS gehörende Datenbank. Die wird mein Kollege Uwe Staroska nachher noch einmal vorstellen. Wir gehen jetzt erstmal hier auf die Hauptseite. So sieht das Ganze aus. Das ist quasi die Startseite von DSTATIS. DSTATIS erhebt, sammelt und analysiert statistische Informationen zu Wirtschaft, zu Gesellschaft und zu Umweltthemen und sorgt dafür, dass alle Bundesstatistiken einheitlich und auch wissenschaftlich korrekt erhoben werden. Dabei verpflichtet es sich zur Geheimhaltung und zu den Prinzipien der Neutralität, Objektivität und der fachlichen Unabhängigkeit. DSTATIS ist damit wirklich eine gute Grundlage für einen systematischen Einstieg in ein Thema für Politik, aber auch Gesellschaft. Das heißt, es ist für viele interessant und wie gesagt, sehr viele versteckte Inhalte hier. Wir gehen mal direkt einfach mal runter und zwar kann man mich hier relativ weit nach unten scrollen. Wie wir sehen, am Anfang sind gleich schon einige nützliche Informationen. Einige Suchvorschläge werden hier bereitet. Wir gehen einfach einmal weiter runter. Hier gibt es auch Pressemitteilungen, die gucken wir uns gleich auch noch mal einmal an. Themen, die im Fokus sind. Alles sind Themen, die wirklich schick und belastbar aufbereitet sind von DSTATIS. Alles auf Grundlagen von eben statistischen Daten. Hier geht es auch zum Zensus, also alle Neuigkeiten dazu, zu dem Zensus, der gerade läuft. Die verschiedenen Thematiken sind hier auch nochmal untergliedert. Und wir gehen hier nochmal ein wenig weiter runter. Wir haben zum Beispiel das Dashboard Deutschland, auch einen Klick wert. Sie sollten einfach einmal hier auf die Seite gehen. Es gibt sehr viele interessante Inhalte. Auch das Dashboard können Sie sich gerne einmal angucken. Da sind Daten auch nochmal aufbereitet mit Grafiken und nützlichen weiteren Informationen, um einfach das alles ein bisschen nutzerfreundlicher auch schon darzustellen. Auch immer ganz aktuell. Und wir gehen nochmal etwas weiter runter. Hier gibt es auch Publikationen ausgewählte, beispielsweise das Vista. Das ist eine auch empfehlenswerte Zeitschrift für Wirtschaft und Statistik. Und wir können hier über den Pfeil immer wieder ganz nach oben gehen. Was wir einmal noch zeigen möchten, ich gehe mal wieder ein Stück nach oben, ist dieser Punkt hier, Data Literacy. Das ist ein sehr interessanter, versteckter Beitrag hier. Und zwar geht es hier bei Data Literacy, also bei der Bildung zum Thema Daten, gibt es vom Statistischen Bundesamt aufbereitete Informationen und Weiterbildungsmöglichkeiten, zum Beispiel wie man journalistisch arbeitet oder wie man Wissen vermittelt oder eben auch Daten und Statistiken überhaupt zu verstehen. Wir klicken hier einmal rauf und dann sehen wir nämlich, es gibt zu dem Thema auch Erklärvideos oder Podcasts. Wirklich sehr interessant, wenn wir uns das hier einmal angucken, also zu vielen verschiedenen Themen, sehr gut aufbereitete kurze Videos. Hier oben können wir einmal sehen, können wir auch direkt in die Mediathek gehen.
und haben hier auch eine große Übersicht nochmal über alle Podcasts und Videos und jeweils immer weiterführende Themen. Und wir sehen immer, ein großer Bereich sind natürlich immer die Daten, Datenbanken. Da kommen wir gleich noch einmal weiter drauf. Was ganz, ganz nett ist, was ich einmal nochmal zeigen möchte, ist hier im Menü kann man beispielsweise auch zu den Methoden vom Statistischen Bundesamt mehr erfahren oder eben auch aufbereitete Informationen für die Presse finden. Das ist auch sehr interessant. Hier haben wir beispielsweise Pressemitteilungen oder eben auch Informationen zu Terminen in der Woche oder im ganzen Jahr. Hier gibt es also viele Ergebnisse. Die sind sortiert nach dem Datum. Das heißt, das Aktuellste ist dann auch immer oben. Und worauf ich einmal hinweisen möchte, weil das ganz, ganz nett ist und immer mal wieder ein Besuch wert, ist hier die Zahl der Woche. Einmal die Woche gibt das Statistische Bundesamt nämlich eine interessante Statistik raus, eben eine Zahl der Woche. Und hier sind es eben diese Woche mal die Gartencenter, die 83% mehr Umsatz gemacht haben. Jetzt, wo wir gerade alle mehr Zeit zu Hause verbringen. Sowas ist dann immer auch mal ganz nett. Also wirklich ganz viele versteckte Inhalte in der Statistik vom Statistischen Bundesamt, viel, viel mehr als man glaubt. Und immer auf belastbare Zahlen. Also wenn Sie beispielsweise in der Presse auch mal lesen, neueste Unfallstatistiken beispielsweise, das sind alles Informationen, die vom Statistischen Bundesamt dann auch erhoben worden sind. Mein Kollege wird jetzt noch ein bisschen mehr zu den Daten selber erzählen, wie vorhin einmal schon berichtet. Ich stoppe dafür mal kurz meinen Bildschirm. Und dafür gebe ich meinen Bildschirm jetzt mal frei. Der große Vorteil der Webseite des Statistischen Bundesamtes ist, dass man sehr spontan und sehr unmittelbar relevante Zahlen findet und auch zuverlässige Zahlen. 95% der Zahlen, die vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht werden, wurden vom Bundesamt selber auch ermittelt und erhoben. Das heißt, es ist eine Primärquelle. Und wissenschaftlich ist es von großem Vorteil, wenn man aus der Primärquelle zitiert und eben nicht aus einer Sekundärquelle. Wir haben hier als Einstieg die zentralen Daten der deutschen Volkswirtschaft, das Wirtschaftswachstum, die Inflationsrate und die Bevölkerung. Was fehlt? Na klar, der Arbeitsmarkt, der immer mal im Fokus steht. Und zum Arbeitsmarkt etwa findet man Zahlen, wenn man hier in den Themenbereich runtergeht, auf Arbeitsmarkt geht. Und sehr schön und sehr methodisch sieht man einmal den positiven Aspekt des Arbeitsmarktes, nämlich die Erwerbstätigkeit, kann sehen, das Jobwunder der letzten Jahre, 10 Millionen neue Jobs sind entstanden und auch eben die eher negativen Seiten, die Erwerbslosigkeit und die Arbeitslosigkeit. Wir sehen hier, wenn man da einmal draufklickt, es gibt 1,2 Millionen Erwerbslose. Demzufolge ist die Erwerbslosenquote bei knapp 3%. Dem stehen gegenüber 850.000 offene Stellen, Vakanzen. Die Vakanzen bewegen sich immer so im Bereich von knapp unter 1 Million. Wenn man jetzt aber nicht nur diese Zahlen haben möchte, sondern man möchte vielleicht ein bisschen tiefer gehen und eine Zeitreihe angucken, dafür kann man dann hier runtergehen und da wird einem angeboten, wo man diese Zahlen bei Genesis, also der statistischen Primärdatenbank des Bundesamtes, findet. Wir wollen jetzt vielleicht mal nicht die Erwerbslosen nach dem ILO-Konzept, sondern wir gucken jetzt die Arbeitslosen an, wie sie im Sozialgesetzbuch definiert sind. Und dazu kann man hier runtergehen und zum Beispiel die Datenbank Genesis aufrufen. Dann kann man zum Beispiel hier auf den Bereich Arbeitsmarkt gehen und sich hier angucken, die Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit. Hat man eine verschiedene Auswahl an verschiedenen möglichen Tabellen und hier werden einem verschiedene Klassifizierungsmerkmale angeboten. Wir gehen jetzt vielleicht einfach mal auf die Arbeitslosenquote aller zivilen Erwerbspersonen hier nach dem früheren Bundesgebiet und den neuen Bundesländern. Man kann hier nach verschiedenen Kriterien nochmal auswählen, wenn man möchte. Man kann etwa die Zeit verändern. Wenn man aber nichts verändert, dann würde man hier oben alle Zahlen bekommen seit 1991. Wenn wir da jetzt mal draufgehen, bekommen wir hier eine Tabelle und sehen also zum einen die
Arbeitslosenquoten hier in der ersten Spalte sehen. Also in ganz Deutschland haben wir aktuell Ende 2021 eine Arbeitslosenquote von 5,7% gehabt. Wir sehen hier daneben nochmal weitere wichtige Unterscheidungsmerkmale. Etwa sehen wir zum Beispiel, die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland ist relativ gering, geringer als der Durchschnitt. Man kann sich das Ganze dann natürlich einmal als Excel-Datei runterladen. Man kann auch hier ein Diagramm angucken, wenn man hier draufklickt. Oder man kann sich auch die Zahlen jeweils als eine Karte anzeigen lassen. Hier sieht man einmal, dass es doch noch ein Ost-West-Gefälle gibt. Je dunkler es ist, umso höher ist die Arbeitslosigkeit. Man hat auf diese Weise also die Möglichkeit, sich Daten herunterzuladen. Und es gibt außerdem noch die Möglichkeit, hier unter Menü, wenn man sich angemeldet hat, kann man auch eigene Tabellen erzeugen. Man kann die Tabellen auf eine für sich selber anpassen und man kann auch Datenquader herunterladen und sich ebenfalls passend machen. Was ist der Vorteil, wenn man einen Premium-Zugang hat, also wenn man sich hier angemeldet hat? Der ist natürlich kostenfrei. Man kann daneben, neben dem gerade genannten, auch eben seine Tabellen passend machen und hat auch die Möglichkeit, weitere individuelle Einstellungen vorzunehmen. Man kann sich so einen Account hier freischalten lassen. Auf der Webseite der Staats- und Universitätsbibliothek ist die Premium-Nutzung der Genesis-Datenbank beschrieben. Und wenn Sie also an diese E-Mail-Adresse schreiben, hochschulbibliotheken@subuni-bremen.de, dann bekommt man einen Premium-Zugang für eine bestimmte Zeit, für 4 Wochen, und der ist natürlich kostenfrei. Ja, wir hoffen, dieser kleine und kurze Einblick hat ein paar neue Aspekte gebracht und freuen uns über etwaige Fragen.